Beurteilung des heutigen Torlaufes hier auf dem Rosskopf? Ja, ich bin froh, dass wir in der Hölle des Löwen relativ gut abgeschnitten haben, weil es war eine nicht leichte Probe für die Burschen, eben den ersten Slalom, weil wir laufen ja immerhin schon 4 Jahre einen Slalomsieg nach und heute durch den 2. Platz von Hansi Knibers und den 6. Platz von Hansi Hinterseer, glaube ich, doch sagen zu können, dass wir für das erste Rennen ziemlich gut abgeschnitten haben. Ist dieser Hansi Kniewasser von Hansi Hinterseer, wissen wir es ja schon, ist dieser Hansi Kniewasser ein Siegläufer? Das habe ich schon vor 2 Monaten gesagt. Für mich ist der Hansi Kniewasser ein Siegläufer, sobald er einmal 2 einwandfreie Läufe fährt. Jetzt ist er noch, heute hat er es ziemlich gut hingebracht, schon 2-mal. Aber er war bis jetzt immer so einen Superlauf und einen schlechteren Lauf. Und das ist eben für einen Sieg doch zu wenig. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, so war es Ihre Aufgabe, neue Siegläufer heranzubilden. Und einer dieser neuen Siegläufer ist Hubert Berchtold. Der hat gestern ganz großartig zugeschlagen in Saalbach. Es war sein größter Erfolg. Er hat sich darüber gefreut, wie ich noch nie einen Läufer sich über einen Sieg freuen sah. Herr Berchtold, heute ist es nicht ganz so gut gegangen. Nein, heute ist es nicht so gut gegangen. Und warum das? Sie haben doch gestern gesagt, dieser Sieg gibt Ihnen derartiges Selbstvertrauen, dass es vielleicht auch im Slalom klappen würde. Ja, warum? Ich habe mit der Hand eingefädelt und da war es. Und Slalom ist halt der kleinste Moment, ein kleiner Fehler auf dem Main ist ein Ausrutscher oder sowas, ist etwas aus. Sie waren ja schon länger bei Spitzenkader dabei. Sie haben eine längere Entwicklung durchgemacht. Wird jetzt besser trainiert, wird jetzt anders trainiert als früher? Ja, jetzt wird ganz anders trainiert. Früher, da habe ich nie können mit der Mannschaft mittrainieren, weil mit 18, 19 Jahren, heuer, ich bin in der Mannschaft, kann mittrainieren und die jungen Busch können genauso mittrainieren, haben die Chance, wenn sie gut im Training sind, dass sie im gleichen bei einem Weltcup-Rennen mit dabei sind. Und warum glauben Sie, ist Ihnen dieser Durchbruch so in Saalbach gelungen? Man sagt, Ihnen liegt weicher Schnee besser, Sie bevorzugen weiche Pisten. Ja, das stimmt schon, also ich weiß, ändern lieber es wieder das Harte. Aber es werden härtere Pisten und härtere Zeiten kommen. Ja, das ganz bestimmt, und das Harte, das macht mir auch nichts aus, das wird alles eine Herausstellung, wie wir da fahren. Danke vielmals, ich gratuliere. Und der Siegläufer, der es noch werden soll, das ist Hans Kniewasser. Heute hier Zweiter, auch schon einmal in St. Anton nach einem Durchgang. Damals hatte man schon auf den Durchbruch des Hans Kniewasser gehofft. Heute ist er gelungen mit dem 2. Platz. Warum? Ja, ich habe heute 2 ziemlich gleichmäßige Läufe durchgebracht und bin mit meinem 2. Platz zufrieden. Was ist die Schwierigkeit für einen Slalomläufer im Vergleich, sagen wir, zum Abfahrtsläufer, um zum Erfolg zu kommen? Muss er härter arbeiten? Muss er mehr Nerven haben? Muss er konzentrierter fahren? Ja, man muss wirklich sehr konzentriert fahren, weil ein kleiner Fehler und es ist aus. Und es sind oft auch Zwischenfälle, so wie heute bei Klammer oder dann auch noch bei einem 2. österreichischen Läufer bei Morgenstern, wo einfach Stangen in den Weg kommen. Das kann man einfach nicht vorher berechnen. Da ist man machtlos. Stimmt das? Ja, da kann man wirklich nichts machen. Die Stange kommt vor, die rutscht der und ist das Slalom der empfindlichste Bewerb im alpinen Rennsport? Technisch und glückmäßig ist, glaube ich, der empfindlichste Lauf. Konditionellmäßig, glaube ich, ist der Riesenslalom und das stärkste. Heute war hier eine harte Piste, es wird noch harte Pisten geben in diesem Winter. Glauben Sie, dass Ihnen der Sieg einmal gelingen wird? Rechnen Sie damit und gibt Ihnen dieser heutige 2. Platz den richtigen Auftritt? Ja, der 2. Platz gibt mir sicherlich Auftritt und ich rechne schon immer mit dem Sieg. Danke vielmals und auch Gratulation an Kniewasser. Toni Seiler, habe ich es richtig gesehen und richtig empfunden, dass Sie mitunter dem Slalom- und Riesentorläufern kritischer gegenübergestanden sind als den Abfahrt? Gegeben hat und es waren auch Zeiten im Stall vorhanden, wenn auch noch nicht besser.
die Slalomfahrer in meinen Augen äußerst schwierig. Sie wollten natürlich zeigen auch, wie jede andere Gruppe, dass sie gut sind. Und sind meiner Meinung nach in Madonna etwas zu hart hineingegangen. Und wenn man in Slalom einmal stürzt, dauert es sehr lange, um wieder das Selbstvertrauen zurückzugewinnen und nicht mehr an den Sturz zu denken. Ein Läufer, der vielleicht jedes Training ad absurdum geführt hätte, wäre er heute hier durchgekommen. Das ist Franzi Klammer, er war nach dem ersten Durchgang Sechster und er hat mir gesagt, er hat nur 3 Tage heuer Slalom trainiert. Stimmt das? Ja, das stimmt, wir haben 3 Tage im Zaunsee am Reishang trainiert, gut trainiert. Das war ein sehr gutes Training und jetzt da sind wir jetzt mal wieder da. Aber es ist wahrscheinlich so, wenn man in Form ist, dann fügt einem eine gute Leistung gegen jeden Bewerb. Ja, sicherlich sind große Voraussetzungen notwendig, aber wenn man gute Form ist, dann geht es einfach. Da kann man nichts dafür, wenn man fährt. Haben Sie